Hallo, meine Freunde aus dem Fußballbereich. Der Kater und ZSMN begrüßen euch zu einem neuen Let's Play. Genau, wir spielen das Nordderby Bremen gegen Hamburg nach. Und zwar mit den aktuellen Live-Teams. Heißt Stand 5.7.2012. Wir haben alle aktuellen Transfers für die Mannschaften eingestellt. Genau, und dazu muss man sagen, ist auch eine neue Reihe. Wir haben jetzt Dead Nation aufgenommen und wir dachten, wir machen mal was Besonderes, nämlich einen Beef. Genau, wir betteln uns, weil er ist Bremen-Fan und ich bin Bremen-Fan und ich bin Bremer und Educator ist Hamburg-Fan und ist Hamburger. Genau. Und es ist ja immer ein Duell auf Augenhöhe meistens. Und das ist halt ein kleines Schmankerl, was wir euch geben oder zeigen wollen. Genau, wir wollen natürlich auch noch bei Let's Play FIFA vielleicht, es steht nicht fest, wir möchten nichts versprechen, die offizielle Fußballsaison mit einem Team, auf das wir uns einigen, simulieren. Oder halt, dass wir halt die Spieltage, ja, als Orakel vorspielen. Genau. Das haben wir halt noch nicht. Das steht noch in den Sternen. Da wissen wir auch noch nicht genau, ob wir das machen wollen. Mal gucken. Genau. So, sehen wir uns ein paar Höhepunkte an von der letzten Saison, wo Guerrero ein Tor gemacht hat Ja, und aber Naldo. es gab in der letzten Saison für HSV-Fans nicht viel zu jubeln. Bei Bremen wirklich auch nicht. Ja, Hinrunde war sehr gut und die Rückrunde sehr schlecht. Ja, und man muss auch sagen, es wird auch spannend sein in der neuen Saison, die ganzen Abgänge von Bremen, wie sie das Genau. kompensieren. Absolut. Zum Beispiel Tim Wiese, unser Torwart, die gegen der Hamburger Erzfeind. Und ich finde gerade, was ich gerade erwähnen möchte, dieser Sebastian Mielitz sieht ein bisschen aus wie Ted Mosby. Das fällt mir. Das denke ich gerade immer wieder. Das ist Wer ja weiß, unser dritter Versuch hier. Zufall oder gewollt, man weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall lassen wir jetzt mal die Taten sprechen. Nämlich ein Fußballspiel. Los geht's. Okay, wir spielen schon seit einer Minute, aber okay. Elia findet gleich mal gegen seine Ex-Mannschaft den Ball. Ah, Mist, Ah, ah, weiß da, Bastard. der Rückkehrer ist nicht mehr Weißer. rangekommen. Ja. Elia. Kitsch. Oh, schön gespielt. Na, die können bestimmt noch mehr Pässe zusammen. Oh, Elia ist ja das Talent denn je. Also mit dem kann man gut spielen, finde ich. Ja, noch zum Spiel. Wir spielen 6 Minuten in der Halbzeit. Genau. Unterstützte Steuerung. Genau. Und damit wir halt die aktuellen Teams nehmen können, weil FIFA unterstützt die aktuellen Teams jetzt nicht mehr, sondern eher für FIFA 13 haben wir halt auf individuell gemacht, um halt die neuesten Transfer mit reinzubringen. Genau. Und jetzt Weißer. beißt da, ah! Mielet, er ist ein Talent, muss man wieder erwähnen. Gut Hat schon gehalten. einige Bundesligaspiele absolviert, nur ist nicht so erfahren sie jetzt. Ist er denn jetzt die Nummer 1 von Bremen oder? Ja, das habe ich auf jeden Fall gelesen und gehört. Ah, abseits. Aber da wäre Adler gewesen. Den hätte er Ja. bekommen. Der Adler wäre da in den Himmel gestiegen und hätte den Ball ja, aus dem Himmel geholt. Was mir gerade auffällt, was wir ganz vergessen haben, wir spielen natürlich in der Heimat des HSV in der Imtech Arena. Genau, ihr müsst ja ständig euren Namen ändern in der Arena. Will man da auch erwähnen. AOL Arena und was denn noch alles hat. Ja, das ist Okay. halt, ja, das ist halt der Dave. HSV. Genau. Naja, dafür wart ihr schon die ganze Zeit in der Bundesliga. Bei Bremen heißt das Stadion immer noch Weserstadion. Ach so, ist es Hamburg. nicht verkauft worden, der Name? Nee, es sollte angeblich mal Targo Bank Arena umgenannt werden, aber es wurde nicht gemacht. Ah, okay. Elia, Elia. Oh, Oh! was für ein schönes Tor von der Nummer 28. Ja, die habe ich jetzt nicht eingestellt, ob es wirklich die echte Nummer ist, aber. Seht euch das an. Oh, Adler keine Chance gehabt. Da kann er noch so weit fliegen mit seinen Flügeln, der René, aber so nicht. Der war zu gut. Ah, und ausgerechnet natürlich ein Ex-HSV-Spieler, so ist es immer. Da werden jetzt viele HSV-Fans, die jetzt das Video angucken, mit dem Kopf nicken und sagen, ja, so ist es. Immer Ja. treffen sie, wenn sie gegen HSV spielen. Ja, so ist das nun mal. Ich sag nur Bubacar Sanogo. Ja, da war es genauso. Das war sowieso noch das Beste bei Bremen. Der hat dann erst zu Hoffenheim gewechselt, beziehungsweise geliehen. Riesenchance. Oh, heftig. Oh! Okay, das ist nicht so drin. Ja, So, man merkt, HSV macht jetzt Druck, nachdem Bremen einen Führungstreffer geschossen hat.
Genau, was ich eben sagen wollte, Sanogo ist halt zu Hoffenheim gewechselt und das Sensationelle ist, als er dann gegen Bremen gespielt hat, hat er zahlreiche 4-mal an den Pfosten in einem Spiel geschossen. Das war wirklich verflucht. Also, nach so einem Traumding, das kann da nicht angehen. Der Neuzugang von Lech Posen für 3 Millionen nach Hamburg gewechselt. Der war noch besser als der von Elias, fand ich, muss ich zugeben. Ja, nee. Elias hat ja mit dem Außenriss geschossen. Aber es ist beides schön. Ja. So. Gehen auf jeden Fall viele Bälle rein. So, ja. 20 Minuten. Fehlpass. Der macht sich vielleicht bezahlt. Pedersen, auch von Bayern München Transfer. Arnautovic war schon da und. Aber schön gehalten von Bruma. Da merkt man. Oh, Bargfrede, sehr aufmerksam. Na. Hätte nochmal passen müssen, das ist nicht so der Sternschütze. Hat noch kein Tor für Bremen. Ah. Oder? Ich glaube nicht. Aber wo wir jetzt schon beim Fußball sind, würde mich mal interessieren, was sagst du denn zu unserer deutschen Mannschaft und deren Abschneiden? Also ich habe echt so gesagt, so, Deutschland wird echt Europameister dieses Jahr, aber nach dem Dänemark-Spiel wusste ich, nee, das wird's wieder nicht. Gegen Portugal wusste ich schon, okay, die müssen erst reinkommen. Dänemark, Holland, das Spiel war eigentlich ganz okay. Tja, aber ich bin sehr enttäuscht, muss man sagen. Ja. Also die Mannschaft hat nicht gut harmoniert wie bei der WM 2010. Ja, da muss ich dir auch zustimmen, das stimmt. Und jetzt gerade Marcel Jansen mit einer riesen Torchance. Sonst eigentlich seine Spezialität. Ja, um nochmal auf die EM zurückzukommen, also es war schon nicht so ganz mit 2010 zu vergleichen. Man ist mit hohen Erwartungen reingegangen und ja, die wurden dann am Schluss nicht erfüllt, wollen wir mal so sagen. Ja, da muss der Balotelli seinen Bauch zeigen. Ist ja schon jetzt bei Facebook und überall anders der Trend denn je. Genau. Balotelli zu schminken und zu verunstalten. Aber er hat halt so in dem Spiel recht gut gespielt und von daher. Oh, ja, das hat er wirklich, aber sonst war eigentlich nicht so gut bei der EM. Nee. Aber man sagt ja, in 2 Jahren geht's ja weiter mit der WM in Brasilien dann. Da haben wir dann ein paar neue vielleicht auch. Ich hätte da gerne noch eine bessere Leistung von Özil gesehen. Das war ja so der Flop der EM. Ja, ich war auch sehr enttäuscht von ihm, obwohl er halt bei Real spielt. Ja. Er ist königlich, aber so hat er nicht gespielt. Nee. Tja, das ging voll in die Hose. Und jetzt Hamburg im Angriff, aber Fehlpass. Pedersen jetzt im Ball, der Ex-Bayern-Star. Nee, der ist ja nur ausgeliehen von Bremen. Genau. Ja, aber, ja. Oh, mal gucken. Was ich sehr hoffe, dass Diego bei Wolfsburg bleibt und Atletico den nicht verpflichtet, weil es ist einfach immer noch mein Lieblingsspieler, den auf der ganzen Welt. Und ich möchte ihn wenigstens in der Liga sehen, wenn er schon nicht bei Bremen spielt. Ja, ich persönlich mag Diego nicht so, aber ist ja klar, ich sag nur wieder hier Papierkugel und alles. Ja, das wollen wir jetzt nicht aufwärmen, sonst wird's gleich zu brutal hier. So, Achtung, Arnautovic und dann geht weiter. Ah. Aber Adler hat ihn in die Ecke gedrängt. Das war natürlich dann sehr schwer für Arnautovic. Nee, den hat er, glaube ich, gar nicht mehr berührt. Nee, aber er hat ihn schön nach außen gedrängt. Ja, das stimmt allerdings. So, dass er den Schuss nicht mehr präzise ansetzen konnte. Ja, Freistoß. Naldo zu hart mal wieder. Der große Schwarze. So, wollen wir mal gucken. Und da, und jetzt hat er. Jansen mit der großen Chance wieder, aber er trifft nicht. Trifft nur die Bande. Da wäre mir die Chance dann los gewesen. Ja, beide Mannschaften, man sieht, es ist noch in der Vorbereitung und sie müssen sich erstmal einspielen. Genau. Jetzt kommt Röde. Mit den vielen Neuzugängen oder auch aus dem Amateurbereich. Oh, da wollte ich gar nicht hinpassen. Prödel. Jetzt bei Ikichi hier. Schön, dass wir den Ball hin und her spielen. Und jetzt Arnautovic. Ja, ach, das war doch wirklich nicht gut. Oh, Fehler der Abwehr. Oh, ein Adler mit der Glanztat. Wahnsinn. Oh, jetzt Hamburg mit dem gefährlichen Konter. Ja, Miedel 2 gegen 1. Ah, klasse gemacht. Das war nicht gut. Da hat er Bastian Vettel, nee, Miedel kam da im richtigen Moment raus.
Entschuldigung, ich bin schon wieder bei der Formel 1 hier. Ja, aber zum Thema Formel 1. Eventuell, wieder nichts versprechen hier, auch ein kleines Formel 1 Let's Play machen. Ja, das wirst dann du aller Voraussicht dann machen. Oder wir zusammen. Müssen wir halt mal weiß gucken. Und da genau. Ist auch schon die erste Halbzeit vorbei. Genau, Kater hat ja andere Projekte noch. Auch nur eventuell. Man möchte einfach nichts versprechen, weil wir uns nicht sicher sind, ob wir Zeit haben. Ja, ist halt. Jetzt nehmen wir natürlich so viel auf, wie wir können, aber lasst euch einfach überraschen, was in unserem Profil, in unserer LP Gaming Guys auf euch dann wartet. Genau, ich möchte jetzt mal ein bisschen auswechseln. Das habe ich leider nicht gemacht mehr. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch weiter gedrückt. Ich habe die Bank nicht getestet. Also. Ach so. Brödel nehme ich mal raus und bring den neuen Lukimia. Lukimia ist schon. Haben jetzt zwei starke farbige Männer in Abwehr. Ja. Mal gucken. Kommt der von Düsseldorf? Ablösefrei. Ja. Das war auch eine ganz interessante Geschichte, wie er jetzt zu Bremen gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich bin Bremen-Fan, aber nein. Es ging halt so, er hatte einen Vorvertrag mit Köln vereinbart. Problem bei der Sache ist nur, der ist nur für die erste Liga, also gültig. Ja. Das heißt, oder es hieß zu dem Zeitpunkt, sobald Köln absteigt, hat er keinen Verein mehr sozusagen. Oh. Und deshalb, und Köln ist ja, wie wir wissen, halt abgestiegen und deshalb hat er auch keinen Verein gehabt und da hat sich den Bremen dann geschnappt. Das war wirklich Glücksgriff. Und jetzt kommt aber ein Outwitch und oh, Adler springt wie mit seinen Flügeln mit in den Himmel und hält den Ball. Man merkt gar nicht, dass er verletzt war. Nee, absolut nicht. Klasse Spiel von ihm. Sokrates, macht er gut, legt nochmal zu Militz. Gefährlich. Der riskanter Pass, Elia, jetzt haben wir Ikijambal. Petersen nochmal von Bayern ausgeliehen für ein Jahr. Also Fußball ist jetzt auch nicht mehr so meine Leidenschaft, aber Werder gucke ich mir jedes Spiel natürlich an. Und ich bin mehr so ein Fußball-Fan-Artikel. Schade. Ja, das ist halt meine Welt. Und ja, aber Fußball ist absolut mein zweiter Lieblingssport. Man merkt, Hamburg, wie in der letzten Saison, viele Chancen, aber sie machen das Tor nicht. Genau. Lukimia jetzt gegen Janssen. Schöne Flanke. Aber in der Mitte kommen sie nicht ran. So, Naldo, lass ich ein Stück laufen. Aus außen Elia. Vorteil läuft. Petersen. Der beeindruckt mich eigentlich nicht so. Der ist ein bisschen langsam, finde ich, in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie schnell er in echt ist, aber... Oh. Oh, ein Adler springt da wieder raus. Ja, da die alte Nummer 1 von Deutschland muss sich auch jetzt wieder beweisen, um vielleicht nochmal eine Chance auf die Nationalmannschaft zu kriegen. Genau. So, nächste Chance über links kommt Marcel Janssen. Lukimia geht da schon rauf und zeigt mit seiner... Oh, das gibt's doch nicht. Es ist zum Verzweifeln. Ja, und Bremen lässt eigentlich im Spiel nach. Aber jetzt kommt vielleicht ein Konter. Arnautovic zu Petersen. Aber. Ach, der Lord im Abseits. Der Däne. Ja. Kater, wen magst du noch aus der Bundesliga außer Hamburg? Also, mein Herz schlägt 100% zu HSV. Es gibt natürlich manchmal eine, wo man denkt, die sind sympathisch, wenn sie gegen den oder den Verein gewinnen würden. Aber so richtig mag, also, ja. Also eigentlich nur HSV. Ich habe noch ein zweites Herz. Also das ist ja interessant. Mein Herz schlägt auch noch ein bisschen für FC St. Pauli. Ja. Ist natürlich auch eine sehr schöne Mannschaft. Traditionsmannschaft. Ja, da sage ich jetzt lieber nicht zu, sonst kriegst du nachher böse Kommentare. Mhm. Und da ist er frei. Den muss er doch machen und er macht ihn. Oh, Militz geschlagen. Der Neueinkauf. Trifft. Der Lette. Aus Lech Posen gekommen. Dort 24 Tore in 28 Spielen gemacht. Das ist schon eine Hausmarke. Ärgerlich. Mal gucken, ob er sich auch in der Saison durchsetzen wird. Ja. Und nicht nur virtuell. Genau. Jetzt wollen wir mal weiter gucken hier. Adler. Ja,
Kater wechselt jetzt mal einen Spieler aus. Ich wechsle auch nochmal aus, aber ich habe eigentlich nur Flaschen auf der Bank. Ja, ich wechsle dann doch nicht aus. Ich wechsle den Torwart aus. Das muss ich einmal ausprobieren, wie der Wolf sich schlägt, der Österreicher. Das war einmal in Englisch. Ja, eigentlich mag ich das Land noch mehr, fast als Deutschland. Ich mag es einfach. Nette Menschen, nette Umgebung, keine Gamer. Ja. Und es wird Deutsch gesprochen. So, und weiter geht's ja jetzt im Schlaraffenland. Was gerade. Ja. Ja, ich glaube, Bremen ist jetzt langsam echt up. Die müssen jetzt langsam Schwarz. Ich kommen. sehe nur Rot gerade und da Und kommt sehe ich Guerrero. schwarz. Oh, Mielitz, ja, der muss raus. Der ist zu nervös jetzt. Ja, Ja, es ist natürlich auch jetzt sein erstes Spiel in der neuen Saison. klasse, klasse, Ja, klasse, klasse. rein. Weiter, weiter, weiter. Schön, Elia. Kann er auch noch sein zweites Tor machen? Oh, nee, kann er nicht. Schade, schade. Schön von der HSV-Abwehr So, kommt dann geklärt. nochmal der Ex-Hamburger. Schön, jetzt Petersen. Ach Gott, der schlägt ein Luftloch nach dem anderen. Nee, das. Nee, so nicht. Das hat mir in Bayern denn beigebracht, ey. Da hätte Rainer Kalm und ja mit seiner Wampe besser geschossen. Ja, hatte ich nie. 10 Minuten noch Arnaldo, auf der Uhr. souverän. Elia, schön, es wird schön zusammengespielt hier. Petersen, wichtiger Mann. Oh, da ist ein böses Foul vom Hamburger Klar. Aogo, wo auch zu Recht die gelbe Karte sieht. Da ist der ja noch gesprungen wie ein Falke hier, der Petersen. Kann man sich gerne mal angucken. Ja, da hat er ihn voll getroffen. Das sind halt ein Derby, da kochen die Emotionen manchmal Genau. hoch. So, jetzt ein Torwartwechsel. Rafael Wolf kommt für Sebastian Mielitz. Ist ja ein Testspiel, ne? Also ist jetzt nämlich. Ja, oder ist der zweite Spieltag? Ich weiß es nicht, wie wir das machen. Nö, das ist auch ja nur unser Unser Beef. Beef, genau. Also der zweite Spieltag werden wir dann machen, wenn er auch dran Ich habe ist. als erst gedacht, der Beef zu mir gesagt hat, dass wir ein Video machen wollen, habe ich erstmal gedacht, Beef checken, ne? Ich habe das noch nicht erfahren, das müssen wir. Naja, weiter geht's. Knappe Chance gerade. Oh, jetzt Ja, jetzt kommt Christiantus. Christiantos. Ja, das war's auch mit Christiantos. Oh, und da ist er wieder. So. Jetzt zusammen mit Son im Sto. Oh, böses Foul eines Bremer Abwehrspielers. Schön. Da kriege ich auch eine Freundesanfrage. Es ist alles live. Nix, nix gekünstelt, alles live. Von wem denn? Fragt man nach ihm. Aber man kann sagen, er ist jetzt auch im Let's Play vorhanden. Also, wenn du es siehst, du bist auch mit dabei. Genau. Schöne Grüße an Mrs. Unbekannt oder Mr. Unbekannt. Ne, das war, glaube ich, Nico hieß er. Ah, der gute Nico. Kenne ich gar nicht, aber. Naja, wollen wir mal gucken jetzt. Aber der nächste Ball. Ja, absolut. Letzte Möglichkeit für Grün-Weiß. Noch ein Ball. Arnautovic. Da läuft Elia. Der läuft und verliert. Fritz. Ah. Tja. Und da gewinnt leider die Hamburger Kraft. Ja. Es war aber ein spannendes Spiel. Vielen Dank beim Zuschauen. Genau. Okay. Vielleicht ja jetzt schon Mal gleich. gucken. Nein, mal sehen. Mal gucken. Bis dann. Tschüss. Ciao.